Es gibt sehr viele verschiedene Übungsformen und wenn du verstehst, welche Übung zu welchem Zweck da ist, kannst du dein eigenes Training verbessern. Die erste Variante ist Unterricht, eine eindeutige Präsentation eines Inhalts, der rational verstanden wird. Die zweite Form ist Training, meistens desselben Inhalts, eine wiederholte Anwendung, um die Fähigkeit zu verbessern. Man kann auch spielen. Spielen bedeutet, wir packen verschiedene Inhalte zusammen und versuchen einfach das Beste aus einer bestimmten Situation umzusetzen. Eine vierte Variante ist Konditionierung. Ein bestimmter Reiz wird mit einer bestimmten Reaktion gemeinsam programmiert. Wir können auch simulieren oder Szenarios benutzen. Das sind komplette Situationen. Der Unterschied zwischen einer Simulation und einem Szenario ist, dass im Szenario der Teilnehmer nicht wirklich weiß, was auf ihn zukommt und er völlig frei analysieren und entscheiden muss, was er tut, während in einer Simulation der Rahmen etwas konkreter gegeben ist.